Die ehemalige Nummer 1 Colin Lloyd gegen den siebenmaligen Major-Turniergewinner von 2012, Michael van Gerven. Doch der tritt mit einem Handicap an. Mein rechter kleiner Zeh ist leicht angebrochen und in meiner linken Achillesferse habe ich eine Entzündung. Aber es geht schon. Und wie das geht? Colin Lloyd mit einem 132er Finish im zweiten Leg. Doch Michael van Gerven davon eher motiviert. Der junge Holländer dreht auf. Sein Average in den ersten Sätzen konstant über 100. Er holt sich den knappen ersten Satz und souverän mit 3:0 auch Satz Nummer 2. In Satz Nummer 3 dann ein kleines Tief von Mighty Mike. Aber auch der Anschluss in den Sätzen von Lloyd dann wieder ohne weitere Auswirkungen auf das Spiel von van Gerven. Am Ende ist der Average des Holländers nur knapp unter 100 und damit rund 10 Punkte besser als der des Engländers. 40% die Doppelquote beider Spieler, die zum Ende sogar nochmal nach unten gerückt wurde. Van Gerven trifft dann aber doch die Doppel 3 zum Sieg und war dann wohl doch nicht so gehandicapt. Ich war wirklich überrascht, dass es bei mir heute trotzdem so gut funktioniert hat und ich im Viertelfinale stehe. Zeit zur Erholung hat der Titelkandidat bis zum Match gegen den Titelverteidiger immerhin bis Samstag. Das Viertelfinale geht dann gegen Adrian Lewis.